Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr da alle angeschaltet habt. Und heute gibt es mein allererstes Game in FIFA 22 und zusätzlich noch seht ihr, wie ich mein Starter-Team gebaut habe. Das ist alles im Stream. Und ja, wenn ihr da auch auf jeden Fall dabei sein wollt in den Streams, dann schaut auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich den Link zu meinem Twitch-Kanal verlinkt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ich stream in der Regel immer freitags und samstags ab 20.30 Uhr circa. Diesen Freitag werde ich allerdings nicht streamen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ansonsten ja, wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Dann würde ich sagen, starte ich FIFA 22. Gut, wird vorbereitet. 99, ja gut, 99 Stunden wäre ein bisschen viel gewesen. Eine Minute können wir, denke ich, warten. Das sollte dann ziemlich schnell durch sein. Und da sind wir dann das erste Mal in FIFA 22 drin. Dann haben wir hier den Startbildschirm auf jeden Fall. Mbappé mit Unterschrift auf jeden Fall am Start. Gehen wir rein. Ui. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir doch gleich mal das Spiel hier. Okay, es fühlt sich schon mal ein bisschen anders an, muss ich sagen. Trainer muss ich gar nicht ausschalten am Anfang. Ja, okay, die brauchen ein bisschen länger beim Passen, habe ich das Gefühl. Das wäre Ratti. Und der, ja, hätte seinen rechten Fuß nehmen müssen. Boah, die rennen sich ja gegenseitig um Haufen. Messi, Mbappé. Mbappé, erstes Tor für mich in FIFA 23 auf jeden Fall. Wenn der Kommentar was sagt, ein Rauschen. Das, warte, das checke ich jetzt auch mal schnell ab, dass das alles passt. Und dann checke ich das nochmal nach, wegen Kommentator. Okay, das hört sich jetzt besser an. Egal, auf jeden Fall, der Sound passt jetzt wieder. Ui. Scheiße. Boah, das ist saugut von Donnarumma gewesen. Das ist saugut gespielt und 2-1, ja, nice. Und da steht es 3-1, sehr schön. Sehr gut gespielt. Da ist Mbappé. Mbappé! Boah, schade. Ah, okay, 2-1. Oh, bitte. Ja gut, der war wichtig. Mbappé. Der ist gut, der Ball, der ist gut. Mbappé. Mbappé, jawohl. Oh, das ist eine gute Grätsche gewesen. Ja, Autos, 4-2. Erstes Game in FIFA 22. Ich denke, das kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal runter ins Team und fangen an, damit ein Team zu bauen. In der Innenverteidigung so ein Lacroix, der kostet halt 21.000. Das ist schon ordentlich viel. So ein Klostermann kostet 3.000 Münzen. Ich denke, so ein Spieler, das sind solche Spieler, die man benutzen könnte. Ansonsten ein St. Just, der hat auch ordentlich viel Tempo und kostet 2.000. Ich denke, Klostermann und St. Just sind die Innenverteidigung, die ich hier auf jeden Fall benutzen werde. Ich denke, das ist ein gutes Innenverteidiger-Duo. Und dann brauche ich halt einen Bundesliga-Torwart. Castells, Sommer, Gulaschi sind so Torhüter, die man benutzen könnte. Castells schaue ich mir hier mal an. Der hat ein 86er Rating. Wie groß ist der? Der ist ziemlich groß, ne? Ich hole mir Castells, würde ich sagen. Der kostet 6.000 Münzen. Ist ein guter Torwart auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Ist auch ein 86er.
aber der kostet halt nicht wirklich viel. Ist auch noch ein gutes Investment dann nebenbei. Ich schau mal ganz kurz nach, zum Beispiel einen Chiesa. Wie viel kostet der Kerl? Der ist nämlich auch interessant. Chiesa kostet seine 7000 Münzen. Auf den habe ich nämlich auch Bock auf jeden Fall. Dann ein Spieler, wollte ich nachschauen, Locatelli. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was der für ein Rating hat. 82er sogar. Der hat auch einen Wants to Watch, der 10.000 Münzen kostet. Der muss sagen, der Wants to Watch, der sieht sogar gut aus, meiner Meinung nach. Ich würde mir den in mein Team holen. Für 10.000, das ist nicht viel. Und dann hast du da sogar einen Perfect Link auch noch. Weil der 82er, ich weiß nicht, der sieht irgendwie nicht ganz so gut aus. So, zack. Sind wir bei 30.000 Münzen ungefähr. Was gibt's an der Rechtsverteidigern? Mbabu habe ich ja vorhin gesehen, ne? Aber da musste ich dann eine andere Formation wieder her tun. Immer die 4-3-3 hierher. Da müsste ich Locatelli in Sturm packen und den hierher. Locatelli wäre dann auch sogar full mit Chemistry. Mbabu. Oder vielleicht Dumfries will ich auch nochmal abchecken. Weil der ist ja Holländer. Und das wird sogar passen mit italienische Liga. Wie viel kostet der Kollege? 900 Münzen. Der hat 80 Tempo auch. Das ist halt nicht viel 80 Tempo, muss man sagen. Und der ist halt auch unbeweglich. Ansonsten wird der sehr gut da reinpassen. Ja, I don't know. Ich denke, da ist Mbabu trotzdem besser. Gibt es sonst noch irgendwelche holländische Rechtsverteidiger? Die, ja, gibt nicht wirklich gute, muss man sagen. Dann werde ich hier wahrscheinlich Bundesliga bleiben müssen. Und da ist dann Mbabu die beste Wahl, definitiv. Ansonsten Vinicius Junior, wie viel kostet der? Der ist nämlich, ich denke, der ist ein bisschen teurer. Der Rare, meine ich. Kostet 14.000. Ich tue den mal mit rein, auf jeden Fall. Der hat zwar nicht so viel Schießen, aber ich denke, das passt auf jeden Fall. Dann brauchen wir einen Mittelfeldspieler, der einen Strong Link zu Vinicius hat. Groß, Modric natürlich, Valverde, aber der wird ordentlich teuer sein, denke ich. Ja, 24.000 ist nicht in meinem Preisbudget. Kamavinga ist definitiv in meinem Preisbudget, hat auch keine schlechte Karte. Dann tue ich da mal Kamavinga hin, der sieht nämlich gut aus. Und dann bräuchte ich hier einen Franzosen aus der Bundesliga. Ich denke, da gibt es mit Roussillon sogar einen guten. Positionen Linksverteidiger liegen Bundesliga einfach mal. Ansonsten gäbe es auch noch Paulo Otavio, der auch nicht schlecht aussieht. Aber Roussillon werde ich hier dann halt brauchen. Dann könnte ich hier ins Tor auch zur Not einen Gulaschi stellen. Das wäre nicht so schlimm. Jetzt sind wir bei 54.000 Münzen tatsächlich jetzt schon. Heißt, ich habe nicht mehr wirklich was übrig. Kamavinga bräuchte noch einen normalen Link und ich brauche noch einen Stürmer und einen ZM. Als ZM hatte ich tatsächlich mal Pedri angedacht von Barca, vom Ding her, aber ich denke, das wird sich mit der Chemie nicht ausgehen. Weil der braucht hier jetzt noch einen Strongling definitiv und der müsste dann zu denen hier linken, wenn ich jetzt die Formation auf die normale 4-3-3 umändere, könnte ich so machen und dann wäre es aber wahrscheinlich am schlausten dann mit Bundesliga zu gehen hier. Ich brauche einen Stürmer und einen ZM, wie gesagt. Da hätten wir zum Beispiel einen Malen, der keine schlechte Karte hat auf jeden Fall, dann tue ich den hier mal hin, Daniel Malen, weil der hat wirklich eine gute Karte. Vom Aussehen her. Der hat auch einen Strongling zu St. Just, den nehmen wir auch gerne mit. Und dann brauchen wir hier, wie gesagt, noch einen ZM. Dann schaue ich hier mal in Bundesliga ZMs, was es da so für Sachen gibt. Ja, klar, Goretzka wäre natürlich sehr optimal. Wahrscheinlich eher so in eine offensivere Richtung. Sabitzer ist so ein Allrounder, für 2.000 kriegst du den sogar schon. Ansonsten Emre Can sieht auch sehr gut aus.
Für 4,9 würdest du Emre Can bekommen. Dann tue ich hier mal Can hin. Weil ich glaube, Malen braucht es sogar trotzdem noch einen Link. Ist er schon da? Ja. Gut. Würde das klappen? Vom Ding her. Chemistry haut hin. Hier kann ich dann auch wieder meinen Castells machen. So. 62.000 Münzen, das ist minimal über dem Budget, das ich angedacht hatte. Ansonsten denke ich, passt es so und dann hole ich mir das Team, so wie es ist. Ich bin zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Das sieht wirklich cool aus. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mich auch sehr gerne mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo unterstützen. Und ja, dann bin ich raus für heute. Macht es gut, habt noch einen schönen Tag. Servus.